Die sensible Klanginstallation erzeugt gerade durch ihre leise Präsenz eine Spannung, die uns Zuhörerinnen an die gegenwärtige Verantwortung für eine demokratische Gegenwart und Zukunft Europas gemahnt, in der Antisemitismus und auch Xenophobie keinen Platz haben dürfen. So for me it was important to transmit the work. It wasn't just coming from one place, but it completely fills the entire Heldenplatz. And it continues to shift like disembodied voices and evokes spectral figures, but also brings the past into the present. Wenn das Gläser sind, die hier das erzeugen, wie leicht zerbricht Glas. Wir hatten hier den hysterischen Hitler samt seinem hysterischen Publikum und geendet hat es in einem Scherbenhaufen. Wenn wir heute etwas gut machen können, dann ist es aus der Vergangenheit, aus unserer eigenen Geschichte zu lernen. Und das heißt sicherlich, neben der Notwendigkeit, jede Form von Antisemitismus zu bekämpfen, auch sicherlich die Notwendigkeit, für all unsere wohlerworbenen Grundwerte, Grundfreiheiten, für unseren Rechtsstaat uns stark zu machen, einzusetzen und ihn auch gegen jede Form der Intoleranz und der Radikalität zu verteidigen. Die Künstlerinnen und Künstler sind sehr sensible Menschen. Sie sind sowas wie Seismographen der Gesellschaft und können deswegen auch Schwingungen, die da sind in einer Gesellschaft, besser abbilden und dadurch einen wesentlichen Beitrag auch zum Gedenken und zum Erinnern beitragen.